Ja, die Energieeinheiten, das war ja so, wenn man die letzten, die ganz am Ende alle Puzzlos hatte, konnte man ein Bild nochmal am Ende vervollständigen. Und dann hat man, ja, die ganzen Energieeinheiten, die man gesammelt hatte, das waren irgendwie so 6, 7, 8, keine Ahnung, so in dem Dreh, die wurden dann noch einmal rot gefärbt und die haben dann doppelt gezählt. Also musste erstmal die rote Schicht runter. Und dann die gelbe. Und dann war man erst besiegt. Also vom Ding her war man unsterblich. So. Dann schauen wir doch mal. Großartig, das sind genug Seiten, um dir einen neuen Chi zu verraten. Höchste Zeit. Los, raus mit der Sprache. Gib mir erst meine kostbaren Seiten. So, jetzt bist du vervollständigt, du Buch. Zutiefst verpflichtet. Der fünfte Cheat lautet Jukebox. Verstanden? Nun, das sind alle Cheats, die ich dir im Moment geben kann. Falls du mehr Seiten findest, weißt du ja, wo ich bin. Es gibt nicht mehr Seiten, du Trottel. Jukebox. Ach so, das ist die Jukebox in Jolly Rogers Lagune. Damit wird die also dann, ja, aktiviert. Ich hatte da ja unendlich Eier gegen geschlagen, weil ich nicht wusste, wie man die aktiviert, aber das scheint wohl jetzt über den letzten Cheat hier zu funktionieren. Gut, das bedeutet, den können wir dann ja natürlich aktivieren, aber ich glaube, dass die Jukebox nicht mehr als die Funktion der ja, wie nennt man das? Wenn man sich alle Lieder der Welten nochmal anhören möchte, also so alle Soundtracks, kann man sich darüber dann nochmal anhören, über die Jukebox. Also das ist dann halt nicht mehr Besonderes, würde ich mal sagen. So. Dann gehen wir den auch nochmal gleich aktivieren in der mystischen Mulde. Und ja, dann denke ich mal, können wir uns die Jukebox auch noch einmal angucken. Das auf jeden Fall. Aber dann denke ich mal, gehen wir nochmal zurück. Ja, ach nee, dann müssen wir auch nochmal das Puzzle-Rätsel da machen. Okay, dann machen wir das auch nochmal. Ihr merkt, im letzten Part haben wir jetzt nochmal hier viel zu tun. Wo muss ich denn jetzt nochmal hin? Na, Wumbas Wigwam. Mann, Mann, Mann. Lange her? Wobei eigentlich gar nicht so lange her, weil wir waren ja auch im Stein vom Steinhagelgipfel waren wir auch noch einmal hier. So, Smaragdschlangenhain. Jawohl. Hier ist wieder der gute alte Cheat-Tempel. Da gehen wir nochmal rein. Und aktivieren dann die Jukebox. Was war das denn jetzt für ein Hochsprung? Den brauchte ich gar nicht. So, mal schauen. Da haben wir das J. So. Juke. Mit K jetzt. Wollen wir das K? Da. Jetzt muss ich erstmal wieder den Analogstick richtig hinkriegen. Genau. So, Juke haben wir auch schon mal geschrieben. Jetzt brauchen wir ja nur noch Box schreiben. Sollte ja nicht mehr allzu schwer werden. So. Oh, seht ihr wieder, wie das Ding immer hin und her pendelt? Muss ich immer warten, bis es dann auch wirklich still steht. So, das X ist direkt neben mir. Aber ich muss es schon richtig. Genau, Jukebox. Der Jukebox-Cheat aktiviert die Jukebox in Jollys Spelunke. Ja, dann hätten wir den auch schon einmal. Schon mal freigeschaltet, jetzt müssen wir ihn nur noch aktivieren. Hallo. So, Tafel. In diesem Menü kannst du deine bisherigen Cheats anschauen. So, Absturz, Auffüllung oder Jollys Jukebox. So, die ist auch eingeschaltet. Super. Das ist auch schon mal gut. Und ja, ich denke mal, die kann man sich dann auch nochmal anschauen. Ja, dann breche ich mal hier an der Stelle ganz kurz das Video ab. Weil den Weg müsst ihr ja nicht nochmal sehen, wie ich da jetzt ganz groß hinlaufe. Und ich werde auch schon mal. Nee, ich werde das Video doch nicht abbrechen, weil ich muss ja noch das. Das ist mir jetzt gerade schon wieder aus meinem Gedächtnis rausgeplumpst. Ich muss ja noch hier das Puzzle-Rätsel machen. Das machen wir dann auch erstmal gleich. So, und wenn wir danach dann noch Zeit haben, dann können wir ja immer noch zur Jukebox gehen. So. Tja, richtig aufwendig hier nochmal am Ende. Wir können auch nochmal gleich zu dem Huhn da gehen. Wie heißt nochmal? Helga die Henne, stimmt. Haben wir da auch alles eingesammelt? Das weiß ich auch gar nicht mehr, ey. Puzzlos Tempel, cool. Na, moin, Alter, alles klar? So, wir machen jetzt das letzte Puzzlo-Rätsel, falls es denn das letzte ist. Mal schauen. So. Puzzle-Aufgabe 9 ist das jetzt. Mann, Mann, Mann. Sind ja schon richtig weit jetzt. So, die
ersten Teile hier ganz rechts sind ja noch recht einfach. Aber danach... Ja, das mache ich mal eben offscreen. Komm, das ist doch affig, das mit euch zu machen. So, und damit ist das Puzzle-Rätsel auch bestanden. Er hat Puzzlelos Aufgabe 9 gelöst. Nun wird ihm der Weg gewiesen. Ja. So, das war auch gar nicht schwer eigentlich. Es war einfach nur langweilig, das mal so zu auszudrücken. Aber was jetzt recht interessant wird, ist zu sehen, wie der Weg jetzt frei wird. Siehe die Macht des gewaltigen Puzzlelo. Jawohl. Jetzt wird der Laser wahrscheinlich abgeschaltet werden. Genau. Da müssen wir nämlich auch als nächstes hin. Aber wenn ich mich jetzt recht erinnere, gibt es tatsächlich sogar noch ein Puzzlelo-Rätsel. Wir müssen mal schauen. So, erstmal ist dieser Weg hier geöffnet. Wow, episch. Auf diesen Moment haben wir alle gewartet und dabei verblasst der Laser nur. Mann, wie doof. Naja, egal. So, damit wäre das 9. Puzzlerätsel geschafft. Er ist in der Tat der Auserwählte. Er hat sogar genug Puzzlelos für Puzzlelos Aufgabe 10. Aha, okay, dafür brauchen wir 70. Gut, Leute, das muss ich dann auch einmal kurz eben offscreen machen. So, wir sehen uns gleich wieder. Ach, ein Puzzlelo nur noch eingefügt. Nee, gar keins. Wow. So, und damit ist auch hoffentlich jetzt das letzte Puzzlerätsel geschafft. Er hat Puzzlelos Aufgabe 10 gelöst. Mann, ist er cool. So. Dann bin ich mal gespannt. Da waren wir ja noch gar nicht, aber ich habe keine Lust, immer hin und her zu laufen, hin und her zu pendeln. Immer wieder ein bisschen jetzt was machen und dann muss der nächste Weg wieder geöffnet werden. Das wird dann irgendwann auch auf Dauer langweilig und jetzt schauen wir einfach mal, welcher Weg jetzt nochmal geöffnet wird. Mal schauen, wo das sein wird. Aber es muss ja dementsprechend auch da sein, wo dann Grundtilda ist. Oh, Hexenkesselkerker. Boah. Ja, das ist der Turm, wo sich Grundtilda aufhält. Und ganz oben ist noch einmal ein Weg, der wohl gesperrt ist. Und dort kommt man mit 70 Puzzlelos rein. Tja, und dahinter befindet sich dann auch der finale Kampf. Den musste man aber auch erstmal mit 70 Puzzlelos freischalten. Also man darf nur 20 am Ende ausgelassen haben. Also von daher muss man doch schon viel einsammeln. Hervorragend! Er hat sich als höchstwürdig erwiesen, denn alle Türen sind geöffnet. Eine ganz besondere Aufgabe erwartet ihn jetzt. Sie hat keine Belohnung und ist dennoch die größte Prüfung von allen. Drücke er B, wenn er einzutreten bereit ist. Wie? Wie jetzt die größte Prüfung? Einzutreten bereit ist? Ich schau mal, was das sein wird. Puzzlelos-Prüfung. Siehe, die gigantische schwere Aufgabe. Nun drücke er nach links und rechts, um die Stücke zu drehen. Ich erwarte seine schnellste Zeit. Toll. Und was soll mir das jetzt bringen? Okay. Ich weiß, ich sehe jetzt natürlich nicht, was da ist. Aber das ist ja jetzt vielleicht doch nochmal ganz interessant. Muss ich sagen. Das kenne ich nicht. Hat das vielleicht damit was zu tun? Weil ich alle Puzzlelos gefunden habe. Denn das sagt mir jetzt hier gerade überhaupt gar nichts, wenn ich ehrlich bin. Das kann ganz gut damit eigentlich jetzt zusammenhängen, weil ich ja alle Puzzlelos jetzt gefunden habe. Aber ja, das Ganze ist jetzt nicht mehr so einfach wie die Rätsel vorher. Weil jetzt muss ich die ja mal alle hier jetzt zurechtdrehen. Boah, ist das scheiße. So, es wäre ja mal schön, wenn der Emulator mir mal zeigen würde, was sich dahinter befindet. Also es gibt eine Möglichkeit, das umzustellen. Ja, das habe ich auch schon versucht. Aber dann ist es das Problem, dass dann, dann funktioniert die Aufgabe nicht, die Aufnahme nicht mehr. Weil dann, was weiß ich, irgendwie das alles sowas von laggt. Aber ich scheine es zu schaffen. Na? Moment, der muss jetzt da oben rein, genau. So, das muss ich auch nochmal drehen. Ach, scheiße. Da rein, nö, auch nicht. Dann eben da rein. Ja, das mache ich immer per Ausschlussverfahren da in der Mitte. Also ich ring immer ringsrum, so mal schauen. Posantisch! Ich verkünde hiermit, dass mit 85 Sekunden die Rekordzeit aufgestellt wurde. Du bist wahrlich der Auserwählte. Das habe ich jetzt schon so oft von dir gehört, ey. Na, hat mir das was gebracht? Nö, war ja klar.
dass mir das nichts gebracht hat. Ey, du Affe, was hat mir das jetzt gebracht? Gar nichts oder was? Naja, egal. Gut, also scheint das wohl dann doch so zu sein, dass man da dann doch nicht alle 90 Puzzlos braucht dafür, weil man kann da zwar so ein Rätsel dann machen, aber toll, was bringt einem das? Hey, na, alles klar? Du musst genügend Puzzlos einsammeln, um würdig zu sein, in den Tempel einzutreten. Wie es scheint, hast du genug Puzzlos eingesammelt, um eintreten zu dürfen. Nicht vergessen, keine Kameras und nur Speisen von Mac Puzzlo sind im Tempel erlaubt. Ja, ja. Speisen von Mac Puzzlo. Ist dann... Nee, da sind ja nicht die Drachen hingeflogen, oder? Der eine wollte ja ins Restaurant. Aber das war dann ja irgendwie was anderes. So. Das war erstmal das Ganze mit diesen Rätseln. Jetzt gehen wir nochmal in Jolly Rogers Lagune. Denn dort können wir uns nun die Jukebox angucken, anhören, was auch immer man damit macht. Natürlich hören. Aber auch angucken, weil sie sieht ja vielleicht auch recht altmodisch und vielleicht auch dementsprechend schön aus. So, wir müssen mal gucken. Vielleicht ist ja auch irgendwas mit dem Piraten da noch, der da die ganze Zeit sich besäuft. Und wir gucken mal die Schweinchen an, wie sie da schön planschen. Mal schauen. Vielleicht gibt es ja jetzt noch einiges zu sehen. Jolly Rogers Lagune. Boah, ist ja auch extrem lange her, aber ja, die Welt fand ich jetzt nun nicht so berauschend, weil das hat viel mit Schwimmen zu tun und ist in Spielen nach meiner Meinung nach immer, ja, nur Nachteil. Ja, okay, jetzt winkt er mir, aber wahrscheinlich kann ich nicht mit dir sprechen, wa? Ha, macht er meine Rolle auf seinem Ball, cool. Der eine ist gänzlich zu dumm zum Schwimmen, der braucht noch so ein Schwimmentchen. Ganz lustig gemacht eigentlich. Naja, Alter, der eine war doch ein Mutant, oder nicht? Ist der eine jetzt kein Mutant mehr? Nee, scheint so. Cool. Dann sind die durch das normale Wasser wohl wahrscheinlich wieder normal geworden. Cool. Okay, dann schauen wir uns noch einmal die Jukebox an in Jollys, ja, Spelunke, wie das auch ausgesprochen wird. So, mal schauen. Ach, da ist ja die hässliche, ey. Danke für die Rettung aus den überriechenden Innereien des grässlichen Seeungeheuers. Ach, das war doch nur ein ziemlich großer Fisch. Mir kam er wie ein Ungeheuer vor. Ja, Ungeheuer. Na, Jolly, alles klar? Danke nochmals. Ganz lustig. Ach, jetzt geht sie wirklich tatsächlich wieder. Cool, jetzt leuchtet sie. Na, alles klar. Ich habe mal geträumt. Ja, wovon? Cool, ich habe auch oft geträumt. Na? Wähle die Welt, drücke A zur Auswahl und B zum Beenden. Spiral Mountain, Maya aus Tempel, Klunker, Kluftmine, Hexhex Park, Jolly Rogers Lagune, Territory. Ja, alle Welten hier noch einmal. Hexenkessel. Hexoland, ein Kessel Buntes? Was ist denn ein Kessel Buntes? Mal schauen, was das ist. Wähle einen Song, Banjo-Melodie, Spielauswahl, Pause, Turnschuhe, ach so, das ist das. Finde ich ja cool, ein Kessel buntes, das erinnert mich an Switch Reloaded, an der, von der Giga-Verarsche. Da, wo sie WoW immer schön nachgemacht haben. Jetzt gibt's wieder ein Kessel buntes, vieles, verschiedenes, interessantes, neues. Das war noch lustig. Ja, aber Switch Reloaded ist ja nicht mehr das, was es mal war. Also, das ist jetzt eigentlich echt nur noch totale Verdummung. Das, was heute noch im Fernsehen läuft. Also damals hat es noch einen Hauch von Niveau, aber jetzt ist es auch nicht mehr so wirklich das Wahre. Besonders, weil auch nicht mehr die Giga-Verarsche da ist und das jetzt für Gamer auch nicht mehr ansprechbar ist, sozusagen. Naja, ist auch egal. Ja, wo gehen wir denn jetzt mal hin? Wir gehen mal zurück ins Sumpfgebiet, denn da müssen wir ja auch im nächsten Part dann hin. Na, da können wir dann einiges machen. So... Da sind wir wieder. Hier in diesem komischen Sumpfgebiet. Haben wir eigentlich volles Leben? Ach, ich zerstöre den hier noch einmal. Zack. So. Dann hätten wir alle Honigwaben. Und können hier per Sprungplatte nochmal schnell an der Röhre hoch. So, Leute. Man hört es auch schon an der Musik. Es wird recht schaurig. So wie es passt für Grundtilda für einen letzten Kampf. Ja, Leute, dann macht euch gefasst auf die nächsten Parts noch, die kommen werden.
Weil ganz vorbei ist es ein Glück noch nicht. Ich will euch natürlich alles zeigen, was es in diesem Spiel gibt. Kommen natürlich noch Sequenzen und das wird nicht alles nicht in ein Part reinpassen. Ne? Also von daher, ein, zwei, drei Parts werden noch kommen. Auf jeden Fall. Also, macht euch bereit auf die kommenden Parts. Falls euch dieser Part hier gefallen hat, Daumen nach oben. Und dann sehen wir uns im nächsten Part wieder und werden dann hier diesen Eingang hier betreten. Und dann bin ich echt gespannt, was sich dort hinter befinden wird. Alles klar, Leute. Dann macht's gut. Bis zum nächsten Part, Leute. Ciao.